Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Freunde, der Hype und der Grind geht weiter. Ich bin super gespannt. Wir haben jetzt Folge 3 von Seven vs. Wild Panama. Wir haben gestern die letzte Doku bzw. die aktuellste Behind-the-Scenes-Folge von Dave uns reingezogen. Die war richtig, richtig interessant. Da haben wir von diesem diesem Survival-Profi, der auch schon das Briefing und das Survival-Training für die Teilnehmer gemacht hat. Den haben wir gesehen, wie er quasi innerhalb von 30 Minuten sich ein Shelter baut. Er hat wichtige Tipps und Tricks gegeben. Er hat nochmal gesagt, was für Tiere vor allen Dingen, das war super interessant, was für Tiere und Gefahren auf dieser Seven vs. Wild Insel leben und vorhanden sind. Super coole Reaction gewesen, fand ich auch. Von daher schaut euch das gerne an. Ist natürlich auch zu finden in meiner Seven vs. Wild Playlist. Ansonsten einfach auf dem Channel vorbeischauen. Ich will gar nicht mehr viel mehr labern, Freunde. Ich bin super, super gespannt. Seven vs. Wild Panama, nackt durch den Dschungel, Folge 3. Auf dem Thumbnail war Otto. Otto, Bulletproof Otto, himself, zu sehen. Wie er naked-dakey durch den Dschungel strapaziert, ja. Ich bin richtig gespannt, ich bin gehypt. Es freut mich, dass ihr alle am Start seid. Wir haben jetzt wieder eine fette Reaction. Also holt euch was zu essen, was zu trinken. Lehnt euch zurück, zockt irgendwas nebenbei. Whatever. Ich bin richtig gehypt, ich freue mich drauf. Falls ich ein bisschen müde aussehe, ich habe ein bisschen verschlafen. Ich bin gerade erst aufgewacht. Und ja, ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Let's go, rein da. Sponsor der heutigen Folge ist der BW Online Shop. Dort findet ihr alles an Outdoor-Ausrüstung und natürlich auch Kleidung, was ihr für eure Abenteuer braucht. Sie haben mich unterstützt bei zum Beispiel dem Winterbivak mit Martin, bei der Kajaktour mit Fabio oder auch zuletzt in Peru tief im Dschungel mit Niklas. Der BW Online Shop hat eine Landingpage erstellt, auch, auf der es nochmal Zusatzinfos zur zweiten Staffel. So ein paar ältere Fritz-Videos und zwar reinzieht zusammen. Weil Ausrüstung. Ich bin jetzt voll drin, Junge. Ich bin voll drin. Zusätzlich gibt es ein kleines Startpaket. Das heißt, ihr könnt genau schauen, was ihr bräuchtet, Junge, ich will da jetzt einkaufen. Wenn ihr Einsteiger seid und selbst mal rausgehen wollt. Wenn ich das schon da sehe. 10% Rabatt gibt es natürlich auch mit dem eingeblendeten Rabattcode. Und den Link dazu findet ihr im angepinnten Kommentar und der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge. Boah, Junge, Folge 3, es geht los. Letzte Folge endete mit Knossis Verletzung. Da müssen wir auch im Kopf behalten. Knossis Verletzung. Ich will also versuchen, mit nur einem Gegenstand zu überleben. Die Flut kam, ich sag, Ende der Folge. Die Flut kam. Bist du? Gegenstände von Sascha weg. Ich hab so geilen Loot hier. Ich hab einfach nichts, Wasser. In diesen Survival-Modus zu kommen, das ist echt nicht einfach. Boah, ich bin so gehypt. Da hat die letzte Folge aufgehört. Also, weiter rein in die Mangroven. Boah. Ich bin so gespannt. Rein da. Freunde, Folge 3. Wir starten. Wo starten wir? Tag 1, 14.07 Uhr. 14 Uhr. Ey, okay. Krass. Also bis jetzt sind so, letzte Folge hat um 9.47 Uhr, glaube ich, angefangen. Jetzt 14 Uhr. Okay. Dreieinhalb Stunden später. Viereinhalb Stunden später. Sorry, Mathe war schwierig bei mir. Ah ja. Das letzte Geräusch war richtig satisfying, Junge. Ich wähle eine stumpfe, rostige Machete. Ich sag's euch ganz ehrlich, das Ding von Otto ist richtig geil. Das hier... Schwierig. Naja. Guck mal hier. Ja. Digga, die ist echt nicht so geil. Keine Chance. Scheiße. Naja, das wird anders die nächsten Tage. Ich finde gut, dass auch im Anfang Werbung für so einen Ausrüster war und jetzt die Ausrüstung von Fritz einfach nicht so geil ist gerade. Das ist natürlich jetzt auch hier sofort, ne? Schlangengebiet und sowas. Ich muss jetzt aufpassen. Ich bin so gespannt, wann wir das erste Wildtier richtig sehen. Also das größere Wildtier. Und nicht nur kleine Fische oder so. Shit, hieß es. Da bin ich sehr gespannt. Schon so dicht einfach da, ne? Holy shit, Fritz, pass bloß auf, Junge. Ah, die sind schon drin dran. Ja, deswegen. Wir haben es ja bei Sascha zum Beispiel gesehen, wie viele Dorn da war oder auch bei Sabrina. Ich bin hier durch den Dschungel gelaufen, habe mir verschiedene Spots angeguckt. Aber ich bin mir tatsächlich gerade sehr, sehr unsicher, ob ich jetzt wirklich mein Lager hier im Dschungel aufbauen soll. Ja. Oder doch lieber irgendwo in der Küstenregion. Das Problem ist diese klassische Übergangszone, wo du so einen schönen Sandstrand hast und dann geht's so ganz seicht in den Dschungel rein. Habe ich hier nicht. Ich hoffe, dass jemand anders so einen Spot hat und sich ein schönes Camp aufbaut. Aber ich muss mich tatsächlich entscheiden, ob ich unten auf diesen Felsen da irgendwie schlafe oder hier wirklich im Dschungel drin. Allerdings
schwirren hier auch schon Moskitos rum. Ich glaube, nur was war das so ein bisschen so, oder? Und ich glaube, hier wird es auch richtig finster und dunkel drin, aber ich muss abwägen. Bisher gab es noch keinen Spot, der mich wirklich... Das sieht so krass aus, wie dicht das hier ist. Das ist wirklich so dicht. Man hört es auch an der Geräuschkulisse. Seine Stimme war so sehr gedämpft. Meine ganze Ausrüstung müsste da hinten stehen. Ich bin jetzt oben durch den Dschungel lang. Wie geil, dass Fritz so einen Wanderstock hat, dass er so einen Wanderstock mitgenommen hat, Junge. Würde ich auch direkt machen. Das müsste der Fluss sein, der quasi da drüben reinmündet. Aber das sieht so schön aus. Das sieht auch so aus, als würden sich hier die Krokodile hinchillen. 100%. Ein bisschen Sonnen, ein bisschen chillen. 100%. Das sieht alles noch Krokodile aus, Junge. Das ist so dicht, ey. Da hinten komme ich niemals durch. Boah. Ich glaube, ich werde mir das ein bisschen aufheben für die nächsten Tage. Ich sehe Fritz da eine Brücke bauen einfach. Ich sehe ihn da eine Brücke bauen auf einmal. Langeweile. Ich versuche erstmal wieder zurück zu meiner Ausrüstung zu kommen. Safe, nicht zu tief reingehen, nicht zu viel Energie verschwenden. Digga. Also es macht halt auch keinen Unterschied. Holy shit. Durch die Mangroven durchstampfe. Holy shit, wie verwurzelt ist das bitte? WTF, Mann. Oder durch den Dschungel, ist beides nicht so geil. Bro. Da vorne müsste es schon wieder vorbei sein. Boah, ist das dicht, ey. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich lass den Stock hier. Ich habe sowas noch nie gesehen. So. Ich bin wieder zurück aus dem Dschungel hinter mir. Da sind meine Sachen, wo ich reingegangen bin. Okay, ja. Ich war bei dem Fluss unterwegs, ich war bei den Mangroven unterwegs. Ich kenne jetzt schon mal ein bisschen meine Umgebung. Aber das Wichtigste bei der Lagerplatzwahl ist, dass man sich da wohlfühlt. Ein gutes Bauchgefühl hat. Ich glaube, das macht echt viel aus. Das macht echt viel aus. Bauchgefühl. Mir ist persönlich wichtig, safe, einen Platz zu haben, wo Licht reinkommt, ich aber auch ein bisschen Schatten habe, wo ich weit gucken kann, wo ich auch ein bisschen was vom Ozean mitkriege. Ja. Das heißt, ich werde tatsächlich wieder ein bisschen zurückgehen in die Richtung, weil hier hinten ist mir das alles zu düster, zu dunkel, zu sumpfig. Ja, 100%. Da kriegst du kein Auge zu. Ich merke, wie ich mittlerweile richtig am Schwitzen bin. By the way, meine Klamotten sind übrigens kein Stück trocken geworden. Es ist alles. Boah, das muss so ein ekliges Gefühl sein auch. Klamm. Die ganzen Klamotten gespannt, sind nass. Halt Nacht wird. Kacke. Aber es wird Zeit, den nächsten Schluck zu wagen. Ich, ja, stimmt. Ich sag mal, es ist locker eine halbe Stunde um. Stimmt, Fritz war der einzige richtig smarte, bis auf Nova. Nova hat auch gefiltert, direkt natürlich. Nova hat gefiltert und Knossi hat gefiltert. Schon Nova und Knossi haben auch gefiltert. Und sonst haben alle einfach so getrunken. Ist nichts passiert, mein Magen grummelt nicht. Und Fritz hat halbe Stunde gewartet nach ein paar Schlucken. Und dann wird es jetzt Zeit, ein bisschen was zu trinken. Das Wasser sieht ja auch deutlich klarer aus als in Schweden, finde ich, oder? Wenn man das mal mehr vergleicht. Getrunken, aber auch das reicht jetzt erstmal. Wenn man das mal vergleicht in Schweden, das war schon anderes Wasser da. Die Linse ist. Danke. Sehr schmantig. Das ganz Fritz denkt an das Projekt. Danke, Fritz. Krass, ich bin jetzt wieder zurück. An der Stelle, wo ich mein Wasser aufgefüllt habe. Und könnt ihr euch daran erinnern, wie ich hier die Flaschen ausgewaschen habe? Da ist kein Wasser mehr. Thema Albe und Flut. Guckt mal, wie weit das Wasser zurückgegangen ist. Das ist so krass zurückgegangen, Junge. Holy shit. Das ist schon mal gut zu wissen. Also ist obviously gut für ihn auch, dass es nicht noch weiter nach oben kommt dann. Weil dann kann ich eventuell auch bei Ebbe einfacher rüber die nächsten Tage mal. Lol. Aber heute macht es für mich keinen Sinn, rüber zu gehen. Gut zu sehen für dich. Ich will auf jeden Fall auf der Seite mir ein Lager suchen. Was ich auch schon festgestellt habe, hier geht auf jeden Fall ein leichtes Lüftchen und oben steht die Luft total. Das heißt, oben wird viel mehr Viehzeug unterwegs sein, als hier irgendwie am Ufer. Aber Fritz, direkt so, man merkt auf jeden Fall, solche Schlüsse würden Knossi und Sascha vielleicht nicht ziehen, obvious, ich auch nicht. Und er ist direkt so, man merkt, er hat auf jeden Fall das Brain so ein bisschen mehr Erfahrung und so. Ich bin sehr gespannt. Und die haben auf jeden Fall Knossi wieder bestimmt ganz ans Ende geschnitten, weil da am Ende erst gecheckt wird, was mit seinem Fuß jetzt los ist, Mann. Trotzdem habe ich immer noch keinen Lagerplatz gefunden. Weil hier vorne geht sofort dichter Dschungel los. Und das gefällt mir nicht. Ich habe auf jeden Fall schon einen Plan, was mein Schlaf-Shelter-System angeht. Okay, ich bin gespannt. Aber dazu verrate ich später mehr. Okay, perfekt. Danke. Ich glaube auf jeden Fall, dass es anders wird als bei den anderen. Krass, okay. Oh, die erste Kokosnuss von Fritz, oder? Das ist die erste von Fritz.
Die allererste, First Floor. Die sieht aber schon so ein bisschen. Ja, oh, die könnte gut sein, aber. Wir haben ja gelernt, dass solche braunen eher fürs Fleisch zu verwenden sind. Das haben wir gestern in der Behind-the-Scenes-Reaction gelernt. Da war der Experte, hat auch Kokosnüsse geöffnet. Die braunen sind auf jeden Fall eher fürs Fleisch, weil da in dem Fruchtwasser viel mehr Öl drin ist. Und davon sollte man nur so 3 bis maximal 5 am Tag trinken, weil man sonst Durchfall bekommt. Bedeutet von diesen braunen eher das Fruchtfleisch essen. Wenn es sein muss quasi, kann man das Wasser auch trinken, aber kriegt man schnell Durchfall von und schmeckt nicht so geil. Das war auch bei Otto wahrscheinlich der Fall, bei der einen, die er geöffnet hat und meinte, oh, die schmeckt ein bisschen komisch, nicht so wie zu Hause. Und bei den grünen, da ist viel, viel mehr Wasser drin und da kann man sich unendlich viele 20 Stück am Tag reinknallen, weil da ist nicht so viel Öl drin. Die kannst du da einfach reinhauen, kriegst keinen Durchfall. Aber da ist halt fast kein Fruchtfleisch dran. So, Kokosnuss öffnen, habt ihr 1000 Mal schon gesehen. Coconut. Kann man entweder in der Mitte mit einem flachen Gegenstand, beziehungsweise das haben wir auch der gesehen. Rückseite. Das fand ich sehr impressive. Machen, dann wie der Zweifel-Typ, der gestern auch gemacht hat. Man hat hier diese 3 Löcher und drückt den Mund ein. Ja, ein ich glaube, ist immer. Jeder der anderen Teilnehmer wird sich heute eine Kokosnuss snacken. Safe. Safe. Ich bin gespannt. Knossi hat noch keine genommen. Aber ich habe leider keine grüne am Start. Und das Schöne ist, so eine Kokosnuss hat auch viele wertvolle Inhaltsstoffe. Ah, das ist geil. 100 Gramm Kokosnussfleisch enthält ca. 360 Kalorien. Junge, das ist echt viel. Das Kokoswasser ist voll von Mineralien wie Kalium, Calcium, Natrium, Eisen, Zink, Kupfer, Phosphor und Selen. Das ist wirklich. Kokosnüsse, Junge, sind wirklich auf so einer Insel Gamechanger. Ich habe noch ein bisschen meine Prioritätenliste überdacht. Und dadurch, dass ich jetzt erstmal das Wichtigste erledigt habe, das ist das Thema Wasserversorgung in Form von gefiltertem Wasser durch die Gesteinsschichten und in Form von zumindest erstmal solchen braunen Kokosnüssen, werde ich die Prio auf jeden Fall auf Schlafplatz, Shelterbau legen. Und ich denke mal, das Thema Feuer wird eher so ein Ding für morgen. Okay, ja. Weil es ist alles nass. Ich habe noch nichts Trockenes gesehen. So, Fritz macht jetzt also ganz, ganz auf zur Hälfte, I guess. Oh, okay. Oh, da ist aber sehr viel drin. Ah, aufschlagen ist doch immer noch am besten. Da ist sehr viel drin gewesen, auch geil. Coconut! Ich bin echt nicht der größte Kokos-Fan, aber ich habe so richtig Bock auf Kokosnuss bekommen oder auf einen geilen Bounty. Ich hasse Bounty normalerweise, aber durch diese, wisst ihr, durch die Folgen, ich habe so Bock auf die ist komplett am Arsch. Auf so einen geilen Bounty oder irgendwas. Die ist komplett am Arsch. Die sieht echt nicht gut aus. Krass. Naja. Aber er wollte eine Challenge haben. Ich bin gespannt, wie die nach einer Woche aussieht. Fritz wollte eine Challenge haben. Naja, was soll's. Otto. Otto Bulletproof. Jetzt reinhauen hier. Klamotten hängen. Ja. Zum Trocknen. Da haben wir doch das Thumbnail. Übernachtungsplatz auch gefunden. Wasser haben wir. Und ich gehe jetzt mal ihm Adams Kostüm. Das hat er noch extra gemacht für die Editor noch mal kurz. Noch mal kurz für die das zensieren müssen. Ach, Otto, Junge. Woher dieser Bach kommt, was da oben ist, weil Süßwasser, ob ich das einfach so trinken kann. Und ich möchte mich einfach schön im Schatten aufhalten. Ja, das Wasser, das Frische sieht eigentlich genauso aus wie unten. Boah, okay, das ist schon ein Unterschied von den Macheten her, ne? Die von Otto ist schon ganz krass scharf, Junge. Soll ich hier noch großartig weiter den Bach hochgehen oder nicht? Wir sind tatsächlich schon mal ein bisschen Arbeit, das mal freizuschlagen. Und mir sind ein paar gute Gedanken gekommen, wenn ich hier das sehe. So ein Knäuel Fischernetze, Alter. Die getrocknet, wie so ein Bett. Oh ja, actually. Actually. Das ist cool. Not bad. Funktionieren. Actually. Mal jetzt erstmal weiter im Dschungel. Da geht das Wasser weiter hoch. Junge, das ist so dicht überall, ne? Hier stehe ich, aber im Adamskostüm ist da kein Weiterkommen. Nee, safe nicht. Das passt nicht. Weil sich da jetzt durchzuschlagen geht, kommt man aber ewig langsam vorwärts. Ich glaube, da warte ich einfach, bis meine Sachen trocken sind. Ja. Am Auswaschen und kommen da mal wieder und ja. Das sieht echt aber so. Oh, sorry, was habe ich gemacht? Untertitel aktiviert, sorry, Bro.
Das sieht echt so aus wie an so einem, keine Ahnung, wie in so einem Film, Junge. Da durch den Dschungel, bam, bam, bam. Oh, den Weg zurück, den macht Kommissar. Krass, das ist so klar, das Wasser eigentlich, ne? Das sieht, glaube ich, ganz okay aus. Das sieht echt gut aus, finde ich. Eigentlich müsste ich was abkochen, natürlich, klar, direkt durch ein Feuer gehen. Aber Shelter geht erstmal vor. Deswegen rein damit. Ich weiß nicht. Jetzt sieht irgendwie ganz okay aus. Oh, Otto trinkt echt viel. Oh nein. Oh, er trinkt die ganze Flasche leer, Junge. Hydrate Otto. Or die. Otto. Mit Jod. Kann mal süppele. Kann mal süppele. Keine Ahnung, was ich mir halt auch denke, es kann halt sein, dass da irgendwie dieser Todesapfel drin liegt. Wisst ihr, dass da irgendwo so ein Todesapfel abgefallen ist, durch einen Sturm oder da hinten ist ein Baum und der ist über Umwege reingefallen und ist da drin und ihr trinkt das, also es ist halt, es ist möglich, so, es hört sich dumm an, aber es ist möglich, dass dann dadurch halt, keine Ahnung, was passiert mit einem. Ich weiß ja nicht, ob dieser Todesapfel-Dings so durch den Wasserfilter jetzt oder durchs Abkochen 100% entfernt wird dann. Durchs Abkochen, I guess schon, aber das wäre so halt meine Sorge, wisst ihr, dass man vor diesem Todesapfel was mitbekommt auf einmal. Um in meine Höhle zu gelangen, muss ich komplett über die... Oh, shit. Nichts passiert. Oh, okay, das hätte eine fette Verletzung sein können. Das wäre mit normalen Schuhen nicht passiert. Aber ich habe nur Flipflops. Nee, dazu muss ich über diesen Steinstrand. Und da scheppert die Sonne so, dass ich mir wahrscheinlich sofort ein Sonnenbrand einfange. Ja, Nova hat einen fetten Sonnenbrand schon im Gesicht, glaube ich, haben wir aber gesehen. Aber ich habe mich nur mal entschieden, mein Shelter, oder zumindest mal erst in Nacht, da hinten da auf... da durchzubringen. Bei der Höhle da, okay. Süßwasser habe ich. Ja, ich bin auch überlegen, ob ich dieses Netz einfach mal da raushole aus dem Wasser, trocknen lasse. Könnte nämlich auch eine coole Matratze sein. Also mehrere Sachen gleichzeitig. Erstmal trocknen, gerade vor allem die Klamotten. Die dürfen doch schon gleich trocken sein. Oder ja, safe, die Sonne knallt richtig krass drauf. Weil dann lässt sich das auch wieder leichter lässt sich hier leichter bewegen und man ist nicht so Sonnenbrand der Gefahr so ausgesetzt, außer natürlich im Gesicht, Ohren und so weiter. Ja. Yep. Okay. Obwohl es eigentlich sogar ganz angenehm ist, hier nackt durch die Gegend zu laufen, muss man sagen. Wenn der Sonnenbrand nicht wäre. Ich dachte ganz kurz, dass da einfach so ein Bär oder so sich gerade wälzt, Junge. Ich weiß nicht, warum mein erster Instinkt war, was ist das für ein fettes Tier? Das sieht schon gemütlich aus, muss man sagen, irgendwie, ne? Das sieht irgendwie echt gemütlich aus. Wenn das geil trocken ist. Klamotten sind trocken. Fast wirklich komplett trocken. Selbst Schuhe und krass. Socken. Das ist Schuhe okay. Sogar vor Socken. Seine Haare sehen auch frisch gewaschen aus, irgendwie. Das heißt, Otto, ich bin gut. Jetzt startklar, um Gas zu geben. Und baue mir da mein Halbhöhlenschelter fertig. Das ist geil. Das Ziel. Mal gucken, was ich überall Baumaterialien finde. Steine. Otto, sehr gut dabei, finde ich. Sehr gut dabei. Und ich habe gemerkt, weiß nicht, was ihr sehen könnt, da hinten am Horizont gibt es verschiedene Arten von Wolken, die sich so auftürmen. Das bedeutet meistens nicht, dass es schön wird. Wir haben schon gesehen, eher, dass es richtig übel wird. Im Vorspann. Es wird regnen. Deswegen bin ich aber dankbar, dass ich so eine Halbvorstandhöhle sonst was da habe. Ja, die Höhle, der Spot ist geil. Das ist smart. Ich würde auch dahin gehen direkt. Super smart. Ich will was mitbauen. Super smart, finde ich. Ah, oh, er türmt hier so Steine auf. Oh, das ist richtig geil zu sehen. Jetzt haben wir Shelterbau. Folge 3 sind wir schon Shelterbau. Finde ich super geil. Finde ich super interessant zu sehen. Hat ja Sabrina letzte Folge schon probiert, hat aber nicht ganz geklappt komm, bei ihr. Packt mal hier ein paar Steine an. Schwitzt man schon wie Sau. So, bis jetzt sieht es noch von unten nicht so viel aus. Hier war halt dieser Riesenstein schon. Doch, ich finde es gut. Ich finde es smart. Ich eigentlich hier komplett zumachen. Ja, smart, smart, smart. So ähnlich könnte es aussehen. Geil. Ja, der Anfang davon, dass man zumindest mal zwei Hölzer hat, Quersachen drauf, ja, wäre eine Sache, könnte man machen, aber, Rhabarber. Dann kam mir der Gedanke, ich nehme diesen fetten Stein und roll den dahin. Wirklich irre Dinge, ist ein bisschen mit Kraft anstrengend verbunden, deswegen, wenn ich weiß, ob ich das machen soll, aber es wäre schon mega, wenn das klappen würde. Ach übrigens, genau, Klamotten, ja, vom Schwitzen werden sie natürlich langsam wieder ein bisschen feuchter, aber sind nicht mehr pitschnass und vor allem nicht mehr mit Salzwasser nass. Ey, was haltet ihr von dieser Platte? Geil. Die ist riesig. Ja. Ich glaube, das kommt nicht so rüber. Doch, die sieht richtig fett aus, Junge. Das heißt, da könnte ich so entspannt mich drauflegen. 100%, ja. Das wäre geil. Tiefenentspannt.
Da jetzt von diesen getrockneten Netzen noch ein, zwei drauf oder so, das stelle ich mir sogar gemütlich vor. Problem ist, das Ding muss in die Hülle. Das ist sau schwer. Das ist halt sau schwer. Weil es echt sehr, sehr schwer ist. Und darüber zerren würde bestimmt irgendwie klappen. Schwierig. Aber mal schauen. Weil finde ich besser wie zwei irgendwelche. Das Ding könnte ich einfach hin auf die Steine knallen. Bob. Ist auf jeden Fall schon mal eine komplett ebene Fläche oder Safe. nahezu ebene Fläche. Und dann geht es nur noch darum, wie kann ich es abpoltern, aber das Ding kracht nicht runter. Das ist einfach, So wie, wäre ey, so wie perfekt, meiner Meinung nach. bei Dings, Staffel 1 mit, Digga, wie heißt Chris? Reloadiac hatte ich nur im Kopf. Bei Chris, wo Das das Ding Bett immer darüber zu in bringen. der Nacht auseinandergefallen ist. Das hätte Otto halt nicht, das Problem dann. Knossi, es geht weiter bei Knossi, okay. Knossi, wie geht's deinem Fuß? Oh, hallo Krabby! Hallo Krabby! Okay, Knossi geht's Ich gut. liebe die Tiere. Knossi geht's gut, Neue das willst du Idee. sagen. Knossi geht's auch gut. Hör zu. Ich höre zu, Knossi. Hör zu. Ich höre jetzt zu, ausnahmsweise, weil du es bist. Der Baum? Ja. Kokosnuss? Rechts, egal. Ja. Und der Baum? Ja. Eine alte Kokosnuss? Rechts und links? Ruhe. Ja. Ich würde hier quasi in die Hängematte steigen, aber kein Dach. Okay. Ich sag dir ehrlich, für heute okay. Ja. Bisschen bewölkt, aber ey, Safe. Einfach, dass er ich was schlaf hat. direkt am Strand. Dass er was hat für Fühlt den sich ersten nicht Tag. geschützt an, fühlt sich kacke an. Aber irgendwie Ja. wie dafür gemacht. Ey, da wird es einfach reinregnen. Ja, also Da halt kannst du auch Wind, nicht viel mit Dach Regen. bauen. Was willst du für Dach bauen? An die ganzen Survival-Experten wieder, bau dir doch ein Dach. Ich sag dir eins, die Kippe heute Abend, die habe ich mir verdient. Ach, Die habe ich Knossi. mir verdient. Auch mal, aber es motiviert ihn vielleicht. Immerhin Wunde etwas. geht, will ich auch noch an der Stelle sagen, Okay. ich öffne keinen Notfallkit. Ist ja Okay. klar. Also man kann auch mal sehen. Ach so. Okay. Sorry. Nee, okay, ich will es nicht runterspielen. Das ist trotzdem super, super nervig. Super nervig. Und man hat ja gesehen, es hat ja stark geblutet, ne? Also schon für wenn man jetzt sieht, wie klein die Wunde ist, die muss relativ tief sein. Jetzt nicht super tief, aber an die Art an Blut, die da rausgekommen ist, das war schon einiges, ne? Aber zum Glück ist es nur eine kleine Wunde. Trotzdem natürlich, das Schlimmste, was passieren kann, es ist eine offene Wunde ohne Schutz. Ohne Desinfektion, das wird natürlich sich, das heißt entzünden, aber es wird natürlich, ja, es müsste sich eigentlich entzünden, irgendwie. Jetzt vielleicht nicht schlimm, aber so ein bisschen halt, weil es ist eine komplett offene Wunde, ohne irgendwelche Hygiene, schwierig. Sah aber echt übel aus. Sa Stock drinnen raus. Kein Boah. Problem. Wir gehen hier hin. Stelle ich mir auch übel vor, unangenehme Stelle auch, weil immer wenn du gehst, Morgen überlege ich neu. Komm, immer wenn du egal. gehst, hast du es da. Ich baue jetzt auf. Man merkt die halt. So sieht's aus jetzt. Gut. Ist doch Gut, hey. Für Knossi gut. Ist doch geil, oder Ja, nicht? rein da. Ist doch nett. Gut. So stellt man sich, glaube ich, eine Hängematte vor im Paradies. Ich muss das, ey, aber ich bin nicht happy. Jedes Mal ein Gekraxel, ihr könnt euch nicht vorstellen. Von da, also, ich bin nicht happy, aber das sind wilde Strände. Ja, über Müll schlafen einfach. Voll im Müll. Ohne Dach, egal. Hauptsache Hängematte. Ich frage mich Und halt, wenn es regnet, bis wo no joke, weit oder dann steht. bis wie weit das Wasser hier angespült, also bis wie hoch wird das Wasser kommen, wisst Ich ihr? auf, dann bin ich wach. Da bin ich Ist gespannt. mir egal. Nur nachts hier aufstehen. Nachts hier aufstehen. Boah, Junge. Stimmt, Knossi hat das Moskitonetz mit. Das Moskitonetz wird big sein. Der Survivor-Experte in der Behind-the-Scenes-Reihe von Ist gut, Dave oder? meinte auch, die Regen voll Viecher rein. sind das Schlimmste. Schlimmer als alles andere. Da noch ein Stock rein. Ich bin fein. Wenn es regnet, bin ich am Arsch. Na klar. Erste Nacht mit Blick auf Beach. Oh nein. Jetzt reicht's mir gleich. Wenn er gleich Aber. runterknallt, ne? 108 Kilo, 104 Kilo. Schläppchen kurz aus. Die Viecher kommen auch schon. Ja, Man ja. merkt schon Mücken und so. Ja. Oh. Oh, geil. Und jetzt Chris-like einfach einen Betttag heute machen. Einfach mal einen Betttag. Ja!
Och man. Der Mann also, ist. Okay, es ist schon eine geile View. Vom Spektakulären ist das der Place, ey. Ist eine geile View. Besser kann's nicht sein. Sag, was du willst, geile View. Ey, besser kann's nicht sein. Jetzt brauchst gar nichts mehr machen. Die Ridgeline schön hochgezogen. Geil, das ist der Place to be. Och man, das freut mich gerade voll. Das freut mich voll für Knossi. Das freut mich richtig. Ihr wisst, was das bin ich für ein Survivor? Notfall-Survivor. Ich bin wie 90% der Leute. Das freut mich richtig für Knossi, Mann. Sowas wird für weil, mich. Weil, ey, ich sag's, wie es ist. Auch, dass oben dieses Moskitonetz ist, ja. Das gibt einem so ein bisschen diesen. Okay, ich habe hier meine eigenen vier Wände-Vibe. Wisst ihr, das ist ein geschlossener Raum jetzt quasi mit dem Netz oben auch. Man fühlt sich ein bisschen sicherer. Das ist wie so eine kleine Höhle oder so. Oder wisst ihr, wie ich meine? Das ist einfach. Es ist nochmal more safety fürs Gefühl und für die Muckeligkeit vielleicht, wenn oben auch so zu ist. So grob zumindest. Das war gar keine Option. Und ich habe keine Ahnung. Vielleicht sagt ihr zu Hause, ja, so würde ich es auch machen. Vielleicht sagt ihr aber auch zu Hause, der hat gar keinen Plan. Ich weiß, dass ich viel Unsinn heute schon gemacht habe mit den Schlappen rumlaufen, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Doch, Schlappen hat jeder gemacht. Schlappen war smart. Hier rumzulaufen ist nicht einfach. Der Strand ist nach hinten geschlossen. Für mich ist kein Durchkommen. Alter, die Moskitos jagen echt. Für mich ist kein Durchkommen nach hinten möglich. Oben links, es ist kein Weiterkommen möglich. Vielleicht, wenn ich da hinten über Felsen kletter. Nee. Aber ey. Krass, man sieht echt, wie die Mücken hier so reinballern. Ist natürlich schwierig, sag ich mal, wegen Flut vielleicht. Man sieht ja, das Wasser kommt relativ weit. Wegen Regen und Wind und so. Ist nicht optimal, der Spot, aber ich hätte es jetzt wahrscheinlich auch da gemacht, weil, keine Ahnung. Boah, muss ich auch nicht haben. Knossi hat nicht viele andere Möglichkeiten gehabt, muss man sagen, ne? Ist halt sehr offen einfach. Gleich mal für ein gutes Gefühl. Komm, 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 nah drunter! Das war auch eine Stelle, die wir im Intro oder im Auto schon gesehen haben. Geil. Kommt die runter! Ich finde diesen Energiewandel von. Jetzt aber! Diesen Energiewandel von Knossi so schön, wisst ihr? Fast gestorben, Folge 1, Folge 3, Kokosnussmaster. Das war nicht schlecht, ja? Hä? Ist doch nicht so leicht! Die sind aber schon weit oben, muss man sagen, ja. Neuer Stock, neues Glück. Für alle, die gedacht haben, das kann man. So einfach geht das. Knossi. Gar nichts. Gar nichts. Ach man, die hat aber auch einen Kackwinkel. Ich würde vielleicht noch ein bisschen weiter, ich kann den Winkel schwer einschätzen durch die GoPro. Ich würde noch ein Stück weiter nach vorne gehen vielleicht, aber ja. Aber hey, das mal zu probieren. Ist krass. Es ist nicht einfach. Stell ich mir auch fucking anstrengend vor, ja, mit so einem fetten Knochen. Naja gut, hier liegen ja auch einige, so einem fetten Stock. Die sehen sehr vergoren aus, ja. Aber da können auch einige gut dabei sein. Kein Problem. Wie die hier. Ach man, aber Knossi hat nur sein Brotmesser mit. Nee. Ja, muss man aufmachen, muss man probieren. Alles voll hier. Was ich auch entdeckt habe, als ich vorhin hier das Lager aufschlagen wollte, ist dieses Zeug. Ja. Ich glaube, das ist trocken, furztrocken. Das Feuer. Ist fürs Feuer machen gut. Safe, sieht gut aus. Aber hey, so beschissen. Hier die Sachen. Jedes Mal hier ganz runter, Felsen, da hinten wieder hoch. So viel Energie, die er verbrät dadurch, ja. Da wünsche ich mir was anderes noch. Wird kein Baum wachsen so schnell. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube leider nicht, Knossi. Kannst du mal einen pflanzen, aber. Okay, Nover. Oh. Das ist ein Hai. Oh shit. Das sah gerade ein bisschen aus wie diese Szene, wo Nova sich selbst filmt und sagt, ich glaube, es geht nicht mehr, wisst ihr? Ich bin sehr gespannt, Mann. Wir hatten schon einen Wal, ganz in der Ferne haben wir den gesehen. Und wir hatten Geier, das waren die beiden größten Tiere, obviously der Wal. Jetzt, ich hoffe, man sieht den Hai. Zeig ihn, Nova, zeig ihn. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Da? Das ist jetzt kein Witz, da ist ein Hai. Ist er das? Da ist ein Hai. Das hier? Oder das hier? Oder sind das Steine? Seht ihr die Flosse? Ach du Scheiße. Zeig drauf, Nova, wo? Ach du Scheiße, ist das gruselig. Ich weiß nicht, ist es das hier? Ist es das hier? Ist es das hier? Weil das ist ein Stein.
Ist es this or this? Oh mein Gott! Da ist er eben aufgetaucht. Ich hoffe Das sind alles Steine dass hier. Es einen Shop gibt. LOL! LOL, okay, der ist sehr nah dran. Holy shit, okay, ey, geil. Krass, die ist richtig nah dran. Holy shit, das ist actually ein Hai, Junge. Krass. Junge, scheiß Vollbild. Krass. Das, also das sieht man ja auf jeden Fall, oder? LOL. Geil, finde ich cool. Der allererste Hai, der gespottet wurde. I guess it's a Hai. Ich kenne mich mit Fischen so nicht aus. Also zu wissen... Dass krass. Ich da heute Morgen schön reingesprungen bin und dann hier an Land geschwommen bin. Besonders eigentlich sind Haie ja nachtaktiv. Stimmt, die sind heute Morgen alle in dieses Wasser reingesprungen. Und er schwimmt immer hin und her. Was macht er? Robert Mark Lehmann? Die Antwort will. Geil. Ey, das finde ich cool. Du meinst, ist er da ganz hinten. Einfach ein Hai. So ich hoffe einfach... Dass ihr den Hai sehen könnt. Wir haben den gesehen, actually. Wir konnten den actually sehen, ja? Geil, dass sie so nah rangegangen ist. Aber es ist irgendwie geil zu wissen, dass noch jemand anderes hier ist. Wenn es nur ein Hai ist. Einfach ein Hai, Junge. Krass. Ich weiß auch schon wieder nicht, was ich meine. Ach, genau. Voll cool, wir haben Hai gesehen. Heute ein sehr erfolgreicher Tag. Angekommen. Ich habe trinkend Wasser gefunden. Mhm. Das war massig sehr sogar. Cool. Wo mir auch im Nachhinein aufgefallen ist, ist einfach da drüben. Oh, noch eine fette Pfütze. So. Ist einfach auch eine Trinkwasserquelle, weil da sich das Regenwasser sammelt. Na, es könnte aber auch von Flut sein. I don't know. Es könnte auch sein von Flut, dass sich da das sammelt, aber ja, who knows. Das Salzwasser sammelt. Und hier läuft das Süßwasser aus dem Fluss, läuft hier ins Meer. Da haben wir Kokosnüsse erfolgreich darunter geholt und sie aufgemacht. Also die eine war jetzt vielleicht nicht der beste Move und war jetzt vielleicht auch nicht so schlau, aber ich habe es gemacht. Und jetzt geil. Ist halt das einzige noch so ein bisschen Shelter-mäßig. Mhm. Ich bin jetzt hier ein bisschen in den Dschungel reingegangen. Guck mal, wie riesig dieser Baum Digga. Ist. Hammer. Der sieht so richtig uralt aus. Aber einfach. Das ist so ein bisschen hier so eine Sackgasse. Klar könnte ich mich hier durchschlagen. Aber ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise da für mich mehr Möglichkeiten gibt, ich will auch nicht weiter reingehen. In meinem Biwaksack zu pennen. Je näher du reingehst, desto mehr Gefahren sind da, ehrlich gesagt. Eine Idee habe ich noch. Und das ist, weil jetzt immer noch Ebbe ist, dass ich einmal auf den Felsen da drüben klettere und gucke links und rechts, wie es da aussieht. Smart. Joris, hast du dein Feuer anbekommen? Joris. Mittlerweile bin ich dabei, mein Shelter zu bauen. Okay. Hinter mir. Dieser Spot hat folgendes Problem. Ah, okay. Joris hat es nicht geschafft, ein Feuer zu entzünden. Die wussten schon, alle fragen sich, wie es bei Joris mit dem Feuer aussieht. Danke für die Info. Okay, Shelterbau hier. Okay. Da hinten ist alles voller Fliegen. Okay, hier ja. Oben ist alles relativ trocken. Viecherfrei und auch sonst meiner Meinung nach relativ gut geeignet. Ja. Diese beiden Wurzeln, zum einen die hier. Stabil. Und zum anderen boah, die hier sehr stabil. Sollten mein Gewicht ganz gut halten können. Ich habe hier mit der Machete schon ein bisschen Arbeit geleistet und habe Einkerbungen gemacht. Diese Einkerbungen sollten das Seil, das ich da später zum Befestigen der Hängematte nehme, ganz gut halten. Okay. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Aber ich muss definitiv kreativ werden, denn dieser Stamm ist tatsächlich hohl. Da waren Termiten schon am Werk. Mhm. Und deswegen traue ich diesem Ding hier nicht mehr ganz so sehr. Das Gute daran, wenn ich fallen würde, würde ich zwar auf den Steinboden fallen, aber nur ungefähr einen Viertelmeter tief. Ja. Genau deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen landeinwärts laufen, um zum einen Holz zu finden und zum anderen Palmblätter. Diese Palmblätter sehen zwar geil aus, Problem ist aber, es sind Stachelpalmen. Oh, und die shit. Haben überall kleine Stacheln. Das heißt, die Stacheln hier von den Blättern zu entfernen. Es gibt Stachelpalme einfach. WTF. Würde mir zu viel Zeit kosten jetzt erstmal. Die Alternative ist, es einfach ignorieren und eine bessere Palme suchen. Vielleicht gibt es ja hinten ja auch noch sowas wie Kokosnüsse. Wer weiß, jetzt erstmal schauen. Also das Wasser sieht immer noch sehr sauber aus hier oben. Keinerlei Verschmutzung oder sonst was. Das ist gut. Wasser ist sehr klar. Mhm. Okay, also Resümee. Ich werde keine andere Palme finden. Außer der Stachelpalme. Das heißt, ich gehe zurück an den Strand. Weil ab jetzt wäre alles viel zu kalorienaufwendig, um ein paar Palmblätter ranzubringen. Ich habe jetzt gehofft, da wäre irgendwie was bodennah ist.
Aber tatsächlich scheint es mir so, als hätte ich keine Alternative. Ich finde so diese Film- und Vlog-Art von Joris super angenehm, weil er ja gar nicht aus diesem Milieu eigentlich kommt. Ich finde es sehr angenehm, ihm so zuzuhören. Als der macht das gut. Den Stachelpfeil mitzunehmen, sie zu entstacheln und das Ganze dann für den Shelterbau zu nutzen. Übrigens auch hier, ne? Da überall diese Stacheln. Es ist echt überall. Man hat bei Sabrina auch gesehen, das ist krass. Wenn man eine Sekunde unachtsam ist, kann eine Scheiße passieren. Ja. Das möchte man nicht. Wie gehe ich das Ganze an? Ich habe hier verschiedene Bambusrohre gefunden. Okay. Und diese Bambusrohre nehme ich jetzt als Grundgestell, um mein Fischernetz als Hängematte zu nutzen. Smart. Geil. Ob das Ganze klappen wird, ich weiß es nicht. Ist ein Versuch wert, würde ich sagen. Ich zeige euch das Ganze mal ganz kurz. Könnte sehr gemütlich werden. Wie gesagt, ich habe die beiden Wurzeln dazu verwendet, das Gestell zu basteln. Das Ganze sieht jetzt so aus. Es ist belastbar, aber sehr wackelig. Die ersten Wehwehchen sind übrigens auch schon da. Kleine Hautlappen fehlen. Überall die ersten Moskitos, die mich gestochen haben. Ich habe rote Punkte überall. Ja, safe. Ja, aber darüber hinaus geht es mir gut. Das heißt, es sind alles Wunden, die jetzt nicht wirklich medizinisch relevant sind. Boah, es fängt mir auch schon überall zu kribbeln jetzt, wenn ich drüber nachdenke. Ja, gut. Ich komme voran. Ihr seht es hier. Oh ja, ey, sieht geil aus. Es wird. Krass. Also, ich finde es so interessant, wie wirklich jeder seinen ganz eigenen anderen Art von Shelter einfach baut. Zwei Bambusstammen. Geil. Ich habe hier alles ziemlich, ziemlich gut befestigt. Mhm. Das einzige Problem, das hier ist nicht fest. Diese Y-Verzweigung und natürlich das hier ist ein bewegliches Element. Eigentlich wahrscheinlich ziemlich bequem, wenn das Ganze so ein bisschen federt und so ein bisschen, ne? Cozy. Aber das hat er sich geil gebaut. Aber ist natürlich schwierig damit zu basteln. Ich denke, ich bekomme es hin, dass ich da drin angenehm schlafen kann. Ich bräuchte noch ein bisschen mehr Fischernetz tatsächlich, aber ich habe unendlich viel. So viel, wie ich aktuell habe, kann ich nicht benutzen. Deswegen werde ich es wahrscheinlich jetzt einfach dafür nutzen. Ja, wie ich das Dach mache, absolut gar keine Ahnung. Wirklich gar keine Ahnung. Ich bin richtig überfordert, weil... Aber Knoss hat auch erstmal kein Dach. ...das Dach mindestens 4 Meter hoch sein wird. Oder sein muss, dass es irgendwie was taugt. Oder ich mache es halt einfach nur kurz über mich. Aber auch da, wie mache ich das? Ich bräuchte jetzt irgendwie einen Ast, der 5 Meter lang ist. Ja, doch. Von dort quasi bis hier. Ja, darüber hinaus, ich habe jetzt einen kleinen Tisch. Ich habe meine Sachen mal alle hergeholt. Das Wasser aus dem Bach ist unglaublich sauber. Also wirklich, ja, da drin ist kein einziger Partikel mehr. Ich trinke das also einfach so aus der Quelle. Gut. Soweit von mir. Ich find's immer noch nicht smart, das Wasser einfach so zu trinken, aber es sieht schon geil aus einfach. Ich hätte es wahrscheinlich in dem Moment auch einfach gemacht. I don't know. Sascha, seid ihr bereit für ein Sascha Huber Video wieder, Freunde? Einfach komplett durchnässt, alles ist immer durchgehend komplett durchnässt. So am Schwitzen. Moskitos beißen mich schon überall. Ja, du schwitzt natürlich und musst das tief rein, weil da geht's nirgends. Ah, ist das ein Scheiß. Ist das ein Scheiß. Boah. Hängematte mit Moskitonetz. Fuck. Okay, also. Mir ist richtig schlecht. Oh shit. Einfach lauter auspowern. Dem ersten, der schlecht ist. Ich kann nicht mehr. Hol deine Sachen raus, Sascha. Komplett durchschwitzt. Aus der Grube. Hol die Sachen aus der Grube raus, Junge. Hol die Sachen aus der Grube. Boah. Überall die Viecher. Moskitos. Hol deine Sachen, Sascha. Ich schaff's nicht, das nachzubauen. Hol den Wasserfilter raus. Wie ich's probiert hab. Weil hol den Wasserfilter, Junge. Da ist der Boden ganz anders. Sascha. Du kannst nicht graben. Ach Mann. Lauter Wurzeln sind. Lauter Steine, die ersten 10 cm nur Steine. Ja. Oh, hey. Hey. Die Bäume haben alle Spitzen. Ständig schneidet man sie. Ja, Sascha muss seine Sachen holen. Jetzt, oder? Die Hängematte wird bald dran glauben müssen. Ja, und auch dein Wasserfilter, Junge. Du brauchst Wasser. Aber noch gebe ich nicht auf. Hol den Wasserfilter raus, Junge. Knall den Liter Wasser rein. Zweiter Plan wäre natürlich einfach da irgendwo pennen. Heraußen. Weil er macht es sich natürlich schwerer, als es sein muss. Zwei Stämme hin. Lang, also zwei längs, die anderen quer. Leicht erhöht. Fertig, einfach nur. Ich weiß gar nicht, dass Sascha so Locken hat. Das ist das allererste Mal, dass er so ein bisschen Locken hat. Aber... ist schon risky mit dem Krokodil. Fuck.
Ja, ich würde jetzt die Sachen alle holen. Der Scheiß ist einfach. Alle Sachen holen. Ihr habt da nur Steine. Es ist nirgends gemütlich. Nirgends ist es weich. Nirgends. Fuck. So, jetzt war ich kurz im Kopf im Wasser. Ich überlege gerade, was ich jetzt machen soll. Mir ist so schlecht. Ja, 100%. Ich habe gegraben die ganze Zeit. Hol deine Sachen. Wasserfilter. Es fällt immer wieder um. Liter Wasser rein. Das brauchst du jetzt. Weil hier einfach nur Steine sind. Überall Sascha, Steine. Das brauchst du jetzt. Vertrau mir. Was willst du hier bauen? Und auch wenn du weiter reingehst. Nur Steine. Du brauchst diesen jetzt Wasserfilter. Überlege, ob ich einfach hier... hier so quer die Dinger leg, also viele Äste so einfach schräg hin, dann bin ich einfach da drauf. Keine Ahnung. Ja, schwierig. Die ganze Zeit die Gedanken, einfach die Hängematte nehmen. Zwei Gegenstände, wäre immer noch mega nice. Aber Plan B, ich probiere es jetzt noch. Die Teile nehme ich gerade mit. Also ich habe Respekt vor Sascha, aber ich würde das nicht machen, Junge. Wenn ihm jetzt schon so schlecht ist, weißt du, es droht ihm, weil gerade so die ersten ein, zwei Tage, finde ich, sind so elementar wichtig, auch Mindset-mäßig. Und wenn er sich jetzt einfach so ein Liter Wasser reinknallen würde durch seinen Wasserfilter, die Hängematte hätte, dann hätte er so viel Energie gespart, hätte er so viele Probleme nicht. Und ich weiß, er will die Challenge haben, aber ich hätte es mir nicht schwieriger gemacht, als ich müsste. Ich gerade schon. Oh. Wisst ihr? Oh. Oh. Da jetzt irgendwie mehrere längs an da drauf bin. Keine Ahnung. Ist eine Idee, ist nicht optimal natürlich, ist nicht optimal, aber ist eine Idee. Boah, ist kein selber, kann man sich nicht vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. So viel Kraft. Was ist das so überhaupt? Viel Energie, die jetzt und warum wegkommt. Stinkt das noch scheiße? Sascha, Junge, keine Ahnung, was das ist. Ich hab's so geschleppt, ich könnt es euch nicht vorstellen. Der Baumstamm und der fette Baumstamm waren schon oh, da. Oh shit, okay, ey, aber okay. Dann habe ich den geholt, okay. Den fetten da und den fetten da von da drüben, den Riesenteil, um mich nochmal hier abzuheben. Ja? Mhm, und okay. Dann habe ich die ganz langen Teile geholt und so längs gelegt. Damit ich einfach jetzt so liegen kann. Mhm. Also Erhöhung, Erhöhung und dann auf den Teilen drauf. Ja, okay. Ich habe jetzt durchgerackert, weil ich weiß, es geht jede Sekunde wird finster und da drinnen gestochen worden von Moskitos, 1000 Mal. Ich habe so reingerackert, ich habe da drüben 3 Stunden so reingerackert. Es hat einfach nicht geklappt. Aber nicht aufgeben, Fokus behalten, obwohl er schon richtig schlecht ist und du denkst, jetzt wird es gleich finster. Du kannst auf den Stein nicht pennen. Wenn da ein Sand wäre, mir egal, ich schlafe auf dem Sand. Geht nicht. Da ganz drüben ist Sand, aber da ist die Flut. Ja. Wir haben auch gehört, auf dem Sand auf jeden Fall nicht schlafen. Da sind so viele Sandflöhe drin, die zerbeißen dir die Haut einfach. Deswegen hier, jetzt das gebaut. Natürlich, scheiß drauf. Da sind die Mangroven. Das ist halt noch offener als bei Knossi. Das ist super offen. Kommst da raus, frisst es mich. Super, super offen. Es sind da überall Tierwege. Wildschweine, was weiß ich. Aber deswegen die Erhöhungen, ihr habt versucht, so gut es geht. Morgen werde ich weiterbauen. Vielleicht kommt morgen da ein Dach dazu, so schräg. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich lasse vielleicht das einfallen. Ich hoffe einfach, dass es heute Nacht nicht regnet. Auf gut Glück. Wäre okay zumindest. Und da Fischernetze und keine Blätter drauf oder so. Und dann. Und keine Wildsau. Und keine Schlange und kein Nix. Aber ich bin da, glaube ich, echt gut aufgestellt. Bei dem anderen Baumann übrigens Ameisen. Auch mit dem Seil, das wäre scheiße gewesen. Die Ameisen wären über das Seil dann. Safe, ja, nee, gekommen nee. Kannst und du nicht machen. Und wir haben bei mir herumgekrabbelt, wirklich, man muss an zu viele Dinge denken. Ja. Das ist, ja, jetzt habe ich mal länger nicht gefilmt, ich habe jetzt alles aufgebaut, weil ich so einen Stress habe. Aber so schaut es jetzt aus. Ich weiß, es schaut vielleicht ist nicht bad. Noch viel aus, aber ist eine gute so Übergangslösung auf jeden Fall, würde ich sagen. Jetzt 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden nur gebaut, hardcore. Das große Problem, weil ich werde extrem viel trinken, okay, geht. Aber ich werde extrem viel Nahrung brauchen. Mhm. Ich habe jetzt schon so einen Riesenhunger. Wenn du... Der Körper ist an nichts gewohnt. Du kriegst nichts. So Kopfschmerzen und dann die Luftfeuchtigkeit. Halt. Ja. Noch die ganze Zeit uneben gehen bei den Steinen. Mit meinen Schuhen. Immer durchgehend, jeder Schritt. Genau, Sascha hat sich für einfache Sportschuhe als Schuhwerk entschieden. Da war ja auch das Ding, wo Commander Krieger auf die erste Folge reagiert hat und meinte, seine Fußsohlen sind gelb und groß.
Das sieht aus wie Schwimmflossen. Ich will nicht sagen, aber die haben Schwimmflossen benutzt. Und Sascha hat halt seine Schuhe gezeigt, die er auch mit hatte. Die haben halt eine knallgelbe Sohle, die sind blau oben und haben unten eine knallgelbe Sohle. Das sind so Sportlaufschuhe. Und im Wasser sehen die halt aus, sehen die ein bisschen größer aus wegen der Lichtbrechung durch das Wasser eben. Ja, deswegen haben wir schon da einmal als Thematik gehabt, dass Sascha eben so Sportlaufschuhe mit hat. Kein smartes Schuhwerk, in my opinion. Nicht smart gewesen. So schwer mit der Machete, Raka, ey, es ist so krass. Aber ich will nicht jammern, ich habe auch keine Zeit zu jammern. Deswegen weiter geht's. Grünfläche drauf. Halbt Bock, Angriff, Sascha. Drauf. Rein. Also irgendwie halbwegs gut, Ben. Sabrina, ich bin gespannt. Sabrina! Simsalabim Sabrina! Ich bin ganz ehrlich, ja. Stabil ist das nicht. Oh nein, aber ihr Shelter? Es steht wieder. Okay, ja. Okay. Mein Ziel ist es heute wirklich erstmal einfach nur ein Basic. Regendichtes Dach zu bekommen oder einigermaßen regendichtes Dach. Das ist schon ein gutes Ziel. Zu liegen. Das ist ein gutes Ziel. Alles andere kommt dann morgen. Okay. Aber ist schon ich werde Ziel? Mich jetzt auf den Weg machen und große Palmenblätter suchen. Okay. Ich habe hier gerade was gefunden. Oha. Ich habe zwar ein Messer, aber wenn ich jetzt kein Messer hätte, dann könnte ich mir vorstellen, dass Übel, man sich hier raus ziemlich gut ein Schneidwerkzeug machen könnte. 100%. Weil der ist echt ganz schön scharfkantig. Ich will ja nichts sagen, Leute. Oh. Aber oh nein! Okay, saved. Oh. Ich hing gerade mit meinen Haaren in diesen Stacheln. Daran habe ich gar nicht gedacht. Klar, wenn du lange Haare hast, du bleibst halt irgendwo hängen bei diesen Stacheln auch, klar. Neue Gefahr anlockt. Der hat überall Stacheln. Hat mir gar nicht auf dem Schirm. Ich bin gerade dabei, hier so ein paar Blätter abzumachen. Und dafür habe ich mich für die Blätter entschieden, die die größten Stacheln haben. Ich merke gerade, dass die nächsten 7 Tage schwierig hart werden. Ja. Ich habe es mir jetzt anders überlegt. Aber not bad. I like it. Das Ding hat einfach überhaupt nicht gehalten, jetzt hat das, sie was einen, ich vorher gebaut hatte. Das war eine so instabil. Nur. Ich find's not bad. Das ist jetzt auch nicht optimal, aber es ist schon mal besser. Ein bisschen fester. Und das ist quasi ich muss nur eine jetzt irgendwie Seite was hinbekommen, dass ich heute Nacht, sollte es regnen, einigermaßen trocken bleibe. Ich werde das natürlich alles hier noch irgendwie versuchen festzubinden. Also stand jetzt Sabrina und Otto die einzigen, die das Ziel Regenwasser abhalten haben. Otto natürlich mit seiner Höhle, mit dem Höhlenvorsprung. Und Sabrina ist auch ganz klar, sie will heute Nacht nicht nass werden. Alle anderen sagen, da muss ich hier das irgendwie noch versuchen, so ein bisschen abzudecken. Mir fehlen halt so ein bisschen gerade, also einfach Stöcker fehlen mir hier. Ich muss mal gleich gucken, wie ich hier noch so ein bisschen was finde. Ja, ich glaube, es wird später auf jeden Fall noch so eine kleine Dusche fällig. Ja, ich merke aber, es ist halt nicht mehr morgens. Also es wird hier jetzt schon alles so ein bisschen dämmerig, düsterer. Mhm. Oder zumindest ist die Sonne so ein bisschen weg. Ja, ich brauche auf jeden Fall heute Nacht ein Feuer. Ich finde es gerade so ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie viel Zeit ich noch habe. Ich habe das Gefühl, dass es Zeitgefühl schon so ein bisschen ist echt schwer, glaube ich. Zeitgefühl halt stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Und ich habe gerade mir so ein paar Gedanken gemacht, was ich jetzt als nächstes mache, weil, naja, das hier wird mich definitiv nicht vor Regen schützen. Trotzdem habe ich mir jetzt überlegt, dass ich mich jetzt erstmal um eine Feuerstelle kümmere. Okay, ich bin gespannt, ob bei ihr Feuer dass angeht. Dass ich, irgendwie ein Feuer hinkriege. Okay, ja. Und sollte es heute Nacht in Strömen irgendwie anfangen zu gießen, dann muss ich zusehen, dass ich irgendwie, ja, irgendwo in Sicherheit komme, mich irgendwo drunter stellen kann und dann da ausharren kann. Ich habe das jetzt hier gerade schon vorbereitet. Ich bin gleich mal gespannt, ob das klappt. Ich habe jetzt hier aus. Ein bisschen Zunder hingelegt. Hier dann nochmal so ein paar Dann wäre sie die erste mit Feuer in der zweiten Staffel, ne? Da ein paar kleine Stämme und dann hier jetzt ein bisschen Holz. Ich muss ganz ehrlich sagen, eventuell werde ich einfach diesen großen Stamm hier nehmen und den immer nach und nach ins Feuer schieben. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert.
Boah, ich bin echt oh, okay, ja. Na, ist vielleicht noch zu nass, ne? Ist halt alles ein bisschen nass und alles ein bisschen feucht. Okay, wir switchen direkt zu Knossi. Was geht bei Knossi ab? Wie geht's dir? Okay, ich glaube, die Sonne geht bald unter. Er hat eine Kokosnuss in der Hand. Ich sehe ihn doch schon. Wenn die Sonne so steht hier, dann geht das ruckzuck. Dann ist ruckzuck weg. So, ich habe mir auf dem Weg eine Kokosnuss mitgenommen. Und ich dachte mir, ey, das ist die perfekte Vorrichtung, um Kokosnuss zu öffnen. Das ist mein Kokosnussöffner. Also so wie es aussieht, glaube ich, das wird meine Küche. Das ist mein Wohnzimmer. Ach, klasse. Das ist mein Schlafzimmer. Wo ist Badezimmer? Und ich habe auch schon noch eine Idee, Badezimmer. Wo mein Badezimmer wird. Okay. Ach, Knossi. The biggest mansion. Das größte Haus am Beach. Ich benutze einfach den ganzen Strand. Auch das ist jetzt vielleicht so ein bisschen dahergeredet, aber das ist super smart, sich sowas zu machen mit Küche, Wohnzimmer, Badezimmer. Das ist mentally, glaube ich, wichtig, sowas. Ich brauche kein Haus. Das ist so mentally wichtig. Wisst ihr? Ich habe verschiedene Bereiche. Ich gehe nachher duschen da. Ich gehe nachher da duschen. So diese alltäglichen Sachen. Ich gehe ins Bett. Jetzt nochmal die Kokosnuss auf. Wer glaubt, dass es klappt? Ich glaube, es klappt, aber ich glaube, sie wird nicht geil sein. Die sieht schon ein bisschen. Ich glaube, man merkt auch eins, sagt ehrlich. Bisschen modrig aus oder so. Wie ich durch den Wind bin, ne? Für alle, die gedacht haben, ja klar, der macht jetzt hier den Clown oder was. Wie soll das gehen? Macht er trotzdem. Ich bin ernst dabei. Du machst trotzdem pur. Unterhaltung pur. Wirklich, Knossi, ich bin echt impressed und stolz, wie er trotzdem so unterhaltsam sein kann noch. Ja, er hat halt, da merkt man, er hat halt nur so ein Messerchen mit, ne? Und keine krasse Machete. Da wirklich viel Kraft drauf zu bekommen, ist schwer. Einfach weil halt die Klinge so klein ist und der Griff vor allen Dingen auch so klein ist. Ist halt was ganz anderes, als wenn, einfacher vorgestellt. Als wenn man mit einer Machete draufhaut. Das gibt's doch nicht. Es ist nicht so, wie wir es uns geübt haben, aber wir hatten halt auch nicht diese Art von Kokosnuss, ne? Die Zune. Ich lasse erst mal. Och, Knossi, nein. Das macht mich zu arg fertig. Ach ja. Das ist echt schade. Das habe ich jetzt zurecht gesucht. Wenn meine Berechnungen richtig sind. Feuer. Knossi will Feuer machen, das okay. Das fühlt sich wie hochbrennbar an. Ich weiß nicht warum. Von dieser Palme. Es fühlt sich hochbrennbar an. Okay. Stücke. Ich weiß halt nicht, je nachdem wie klamm das vielleicht noch Bambus. Ist. Innen drin, wisst ihr? Die Kokosnuss. Ich würde wie klamm das die ist, Teile wer weiß. Reinlegen. Komm, wir probieren das jetzt. Ich bin gespannt, Knossi. Keine Kokosnuss aufgekriegt. Das tat mir echt leid. Hoffentlich schaffe ich es wenigstens Feuer zu machen. Weil ansonsten weiß ich auch nicht. Ich bin gespannt. Oh, ich bin echt gespannt. Feuer bin ich sehr gespannt, wer es als erstes schafft. Oh, das wäre krass. Es wäre wichtig. Es wäre so wichtig. Aber ich sag, es klappt nicht. Ich das. Nee. Ich glaube, das wird nichts. Riecht nach Feuer? Ja, ein aber bisschen. Brennt nicht. Oh, so ein bisschen Asche ist aber da. Aber kleine Glutkrümel, das könnte gut gehen. Es muss kleiner sein. Feiner. Oh, ein Erfolgserlebnis bitte heute. Bitte ein Erfolgserlebnis. Aber es wäre big für Knossi. Aber ich glaube, diese kleinen... Oh! Ja! Diese okay, kleinen, das brennt. Diese kleinen Fäden, oh, es hat gebrannt. Diese kleinen Fäden verbrennen so schnell, glaube ich. Ja, komm. 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 Krass, ich sag, Knossi wird echt der Erste mit Feuer dann. Komm, Junge. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Oh mein komm, Gott, komm, ja. Komm, komm, wir komm, haben komm, ein komm, Feuer. Komm, 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 komm. Krass. Komm. Krass. Komm, ja. Knossi. Geil, Junge. Yo, Baby. Geil, Junge. Geil. Freut mich richtig gerade, muss ich sagen. Dickes, fettes Erfolgserlebnis für ihn. Ja. Gut. Das hier ist das gute Zeug. Das hier ist das gute Zeug. Das hier ist das gute Zeug. Krass. Ich hoffe, er kriegt's auch, ich dass es anbleibt. Hab Feuer ge- Ich hab Feuer. Knossi, Junge. Wow. Das ist einfach gerade, es freut mich so im Herzen, dass er ein gutes Erfolgserlebnis hat. Und natürlich, Leute, jetzt, es ist mit Feuerstahl und so bla,
Aber trotzdem, Joris hat es nicht gepackt mit Feuerstahl zum Beispiel, weil es ein bisschen zu nass bei ihm alles noch war. Aber bei Knossi haben wir es jetzt gesehen. Er hat diesen Zunder an dem Baum gesehen und er wusste, das wird mein Zunder sein. Macher. Geil. Geil. Es brennt, es brennt. Jetzt passt bloß auf, dass es nicht ausgeht. Ich hab's geschafft. Wieder. Am Leben halten. Ja, safe, 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 safe. Beobachten, am Leben halten. Oh, weil das geht schon relativ schnell wieder aus. Ich habe Feuer gemacht. Wer weiß, wie lange es brennt, aber es brennt. Es brennt. Es brennt. Weil es wird schon kleiner. Ich habe einfach Feuer gemacht. Okay, doch, er hat's gerettet. Geil. Okay, das kann ich. Ich kann etwas. Ich kann etwas. Ach man, das freut mich so. Das ist wichtig. Der arme Knossi. Ich denke, ich habe schon solche Gedanken, dass ich keine Kokosnuss aufkriege. Aber ich kann Feuer machen. Och, Knossi. Das reicht für heute. Das ist das einer so ein mir. Push. Das ist so ein Push, wisst das ihr? Das ist krass. Mentally so ein Push für ich ihn gerade. Einfach Feuer. Einfach so, ist so ein sick. Gutes Erfolgserlebnis. Geil. Ach, Knossi macht mich so glücklich in dieser Staffel. Ihr wisst gar nicht. Geil. Einiges geschafft, aber Feuer ist wieder ausgegangen. Oh nein! Feuer ist wieder ausgegangen. Ach, Knossi. Aber es glüht noch. Es dürfte reichen. Für eine meiner Zigaretten, denkt immer dran, das soll keine Werbung sein, ehrlich. Ach, Knossi. Für Zigaretten. Hat er sich auch verdient. Ich bin da selbst auch nicht stolz drauf. Und ach, Mann. Wirklich. Vielleicht macht diese Reise was mit mir. Aber ich habe echt an so einem Tag wie heute noch nie so wenig an Zigaretten gedacht. Und deswegen nehme ich mir heute eine raus. Boah, bitte nicht runterfallen. Boah. Das Feuer glüht wenigstens noch. Das wird für ihn auch mentally strong sein. Also ich bin absolut kein Freund von Zigaretten so. Das ist für ihn aber mentally wahrscheinlich auch was Schönes dann. Ist wasserdicht. Oh, oh, oh ja. Wie kann man sich so freuen, ne? Wer hätte das gedacht? Hätten wir das gesehen? Rauchen macht süchtig und tödlich, deutlich tödlicher als eine tropische Insel. Ja, true. Ich habe noch nie geraucht in meinem Leben, by the way. Deswegen, also ich halte nichts vom Rauchen. Gar nichts halte ich davon. Nee, ich muss den Filter abbrechen. Das ist furchtbar. Behalte dich als Zunder. Er braucht kein das Geld und keine 20 Sender. Ach, Knossi, Mann. Das Leben im Paradies. Jetzt einfach mal eine Runde chillen. Nur eine einzige Runde chillen. Es ist unfassbar. Ich habe es immer noch nicht realisiert, ja, was ich hier mache. Wenn die Sonne untergeht, gehe ich direkt ins Nest. Safe. Weil jetzt. Das heißt, Knossi hat echt nichts gegessen, aber das haben gar nicht so viele was gegessen direkt am ersten Tag, ne? Wird's dunkel da hinten. Oh Mann, ich habe so einen steinigen Strand. Ich bin jetzt gespannt, ob Sabrina ihr Feuer länger anbalten kann. Es ist ein Wunder, dass wenn ich mir mit den Dingern nicht die Haxen breche. Meine Schuhe habe ich oben ins Lager gemacht. Die ist nass. Ach man, es freut mich aber für Knossi. Es freut mich aber für ihn. Gerade trocken gewesen, meine lange Unterhose. Wir genießen. Zusammen. Noch einmal. Oh, Vögel kommen auch vorbei. Oh, das ist süß mit den Vögeln, aber Junge. Ach, Knossi, Mann. Das ist, glaube ich, ein guter, erfolgreicher Abschluss für den ersten Tag gewesen für ihn. Seven on the Wild. Guter Mann. Und das ist auch der Moment. Ich habe mit Sascha ausgemacht. Wir stehen uns so gut. Zur unglaublichen Zeit auch zu gewinnen. Das freut Sascha mich ausgemacht, mit, wenn die Sonne untergeht. Mit Sascha und Knossi. Denken wir an uns. Oh, das ist süß.
Was ist denn das für ein süßes Ende hier von der ersten Folge, vom ersten Tag von Knossi, Mann? Oh. Komm nicht zurück. Aber ich weiß, wenn er mich nicht vergisst, macht er es auch. Wenn wir jetzt keine Szene von Sascha bekommen, ich melde mich nochmal, die Ähnliches beinhaltet, in der Nacht was passiert, dann bin ich traurig. Dann bin ich traurig. Euer Knossi. Knossi, danke. Okay, das war ein wichtiger, schönes Ende für Knossi auf jeden Fall vom Tag. Hat mich gefreut für ihn. Hat mich sehr gefreut für ihn. So, muss ich sagen. Dann hoffen wir, dass wir das Ding da immer hingebucht kriegen. Oh, du Scheiße. Digga, auch Otto einfach. So eine Maschine, Junge. Das war echt irgendwie eine schöne Szene von Knossi, oder? Hat mir gefallen. Ich bin so gespannt auf den Shelter von Otto. Er hat echt dieses fette Stück jetzt mitgenommen. Krass. So, das Ding ist groß genug für mich. Geil. Er hat's echt geholt. Dumm schwerer Teil. Jetzt sind wir bei uns. Geil. Jetzt kommt Anpassungsarbeiten. Die Sonne Krass. Brennt immer noch. Lifehack des Tages. Nicht jeder Bambus hält so eine dicke Holzplatte. Oh shit. Einen haben wir schon durch. Kacke. Muss ich noch einen suchen. Lübt. Ich krieg das denn. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, hier gegen das Holzbrett. Weil das natürlich null federt. Okay. Und ich habe einfach ohne einen Bambus gefunden. Okay, ja. Dann kann er das irgendwie als Windschutz benutzen noch oder so. Das wird ein bisschen bearbeitet werden. Kann er irgendwo hinfläzen noch? Sollte das gut klappen. Weil vor allem hier sowas, was wir hier drin haben, will ich noch nicht im Rücken haben. Ja, aber Bambus, ey, dieses Unicorn hier drauf, ne? Das ist dieses Einhorn. Das ist jetzt schon iconic, Mann. So, hier seht ihr, die Bambus. Plan ist, weil das natürlich einfach schön federt oder ein bisschen federt. Ja, okay. Das so hinzubringen, dass sie breit genug sind. Wenn die dich halten. Mit was vielleicht noch Polstern zurecht machen oder so, dass es zumindest mal für die erste Nacht gut reicht. Und okay. Ein bisschen Zeit habe ich auch noch, das ready zu machen. Aber ich muss erst mal wieder ein bisschen Wasser trinken. Und für all die sagen, ja, was ist mit Wasser? Warum trinkst du einfach so? Ja, Wasserhaupt Augenmerk oder einfach das Wichtigste. Aber ehrlich, bei dem, was ich trinke und was ich hier schwitze, ich könnte das gar nicht abkochen. Ich bin den ganzen Tag nur Wasser kochen. Also scheiß drauf, ich habe angefangen zu trinken. Ich bin kein Fan davon. Also den größeren und ich merke genau gar nichts. Okay, ja. Ich muss ganz normal auf Toilette gehen. Nichts, kein Magengrummeln, gar nichts. Deswegen, ich gehe davon aus, dass es passt. Ja. Ich check Vielleicht das schon. Passt nur bis morgen, ich weiß es nicht. Aber das, was ich mir hier reinschraube an Getränken, Wasser, da würde ich den ganzen Tag jetzt, müsste Prio 1 sein, Feuer machen. Ja, ja. Irgendwas innen, um zu kochen. Ich check indem das ich dann schon. 10 Liter koche, um mir 10 Liter Wasser reinzudampfen. Anstatt einfach dahin gelaufen, durchladen. Ja, ja. Also, so. Schien mir persönlich jetzt. Nee, also ich kann es voll nachvollziehen. Das ist natürlich immer diese Grundgefahr mit am Start. Kann anders sein, aber wenn mich deswegen rauskickt. Aber ich denke, das wird es nicht. So, ich mache weiter. Geil. Ottos Shelter bis jetzt am besten, würde ich sagen. Mit am besten auf jeden Fall. Fritz. So, kleines Update. Ich habe mich wieder angezogen. Gut. Die Klamotten haben jetzt gut eine Stunde, anderthalb Stunden getrocknet, schätze ich mal. Und ja, es ist trocken. Schon sehr, sehr viel trocken. Bisschen was noch feucht, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal die Sonne zu nutzen, weil vorne ist sie jetzt fast weg. In der Zeit habe ich ein bisschen Digga, so Schnur viel entwirrt. Seil, und Junge. Hier auch schon zusammengeknüpft. Hier habe ich ein bisschen was, hier habe ich so Gurtband. Junge. Ja, das kann ich schon mal benutzen. Das ist okay. Das sind noch hässliche Knäuel. Dauert recht lange, aber... Lohnt sich. Das ist halt auch bei Fritz das Smarte, das so organisatorisch direkt hier zu ordnen. Geiles Zeug. Ja, smart. Da ich immer noch nicht so richtig weiß, wo ich mein Lager aufschlagen möchte, gucke ich mich noch mal ein bisschen um. Wir haben jetzt auch extreme Ebbe. Also vorhin war das Wasser wirklich bis hier. Krass, und hier ist alles weg. Ich will mir ein bisschen das Gebiet hier angucken.
ob es hier vielleicht irgendwelche Sachen gibt, die ich bei Ebbe dann erkunden kann. Smart. Und eventuell auch, ob man schon auf die andere Seite kommt. Aber eine Sache vorweg, und zwar, seitdem ich jetzt da drüben sitze, mich angezogen habe, ist dort vorne, weiß ich nicht, ein Vogel, so eine Art Geier. Und der pickt die ganze Zeit auf irgendetwas rum. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Der wird wahrscheinlich gleich wegfliegen. Ich sehe den leider noch gar nicht. Seht ihr den? Aber ich will wissen, was der da hat und was der da frisst. Wo ist denn der Geier, man? Ach, da! Da! Okay, da! Hier! Hier! Hier ist the Geier, man. Ja. Hat er weg das ist mitgenommen? Er. Da liegt irgendwas. Der ist auf dem nahegelegenen Baum raufgeflogen. Da liegt... Ja, ich sag so ein toter Fisch oder Krabbe. Was ist das? Fisch. Krabbe würde Fritz noch nicht sehen. Jetzt sitzt er da oben. Da oben sitzt er jetzt drauf und beobachtet, was ich hier mache. Boah, das ist ein Fisch. Ja, ja, dachte das ist ich ein, mir. Das ist ein Kugelfisch, der da liegt. Lol. Ein toter. Kugelfisch. Der liegt an ihm rum. Lol, einfach Kugelfisch. Mal gucken, ob der jetzt hier gleich aggressiv wird, weil ich... Boah, krass. Hier liegt er. Riecht jetzt... Da, lol, der ist ja richtig groß. Der ist riesig. Der ist richtig fett. Nicht irgendwie modrig oder so? Ja, krass. Fliegt er weg. Ich dachte, die sind viel kleiner. Angreifer, weil er denkt, dass ich sein Zeug will. Macht er keinen Stress. Mr. Vogelman. Ja, der hat eher Angst, ja. Er wartet da oben. Der wird gleich wieder hingehen. Ja. Aber hier kann ich euch einmal den... Krass, oh ja, das ist echt ein Kugeli. Okay. Das Toxin des Kugelfisch ist eines der stärksten nicht-proteinartigen Gifte. Der Giftstoff kann 1200 Mal potenter als Cyanid sein. Was? Okay, das ist krass. Also ich wusste auch, wie das, dass die giftig sind. Aber nicht, dass sie so giftig sind. Naja, soll der Geier mal ruhig gleich weiter essen. Auf jeden Fall ist hier extreme Ebbe. Ihr erinnert euch, als ich angekommen bin, war das es war full. Alles ja. Unter Wasser. Aber cool, das ist jetzt mal so zu sehen. Und da kann man natürlich jetzt mal gucken. Was mir aufgefallen ist, hier vorne gibt es so einen richtigen runden Bereich. Vielleicht sammeln sich dann Fische in diesen Bereichen, die sich irgendwie, ja, die nicht mehr weggekommen sind bei der Ebbe. Und dann könnte man die super snacken einfach aufsammeln und rein. Jagen die nächsten Tage. Vorne ist so ein richtiges Becken. Ich glaube fast, ich würde jetzt dort vorne rüberkommen. Ah. Okay, eine Entscheidung treffen. Dort rüber gehen, schnell auf die andere Seite oder da hinten weiter erkunden. Ich würde hinten weiter erkunden, erstmal da lang. Ich glaube, dort hinten hebe ich mir lieber auf, weil das sieht nach ziemlich roughen Klippen aus. Okay. Aber dieser ganze Bereich ist natürlich schon extrem spannend irgendwie. Also er geht echt drüber noch komplett. Ich habe jetzt übrigens meinen Gürtel genommen und hier so quer gepackt und die Machete hier rangemacht, damit die ein bisschen höher sitzt. Ich bin vorhin die ganze Zeit hängen geblieben, weil die so extrem lang ist, dass die sich immer an der Kniekehle verfangen hat. Bauchtasche, einfach deutsche Bauchtasche gemacht. Hier hinten ist wieder dieser Mangrovenwaldabschnitt, wo ich durchgeklettert bin und der vorhin noch komplett unter Wasser stand. Geil. Jetzt kann ich einfach rüberlaufen auf die andere Seite. Okay, das ist es schon. Das ist schon OP. Wie geil ist das denn? Auf der Seite habe ich auch auf jeden Fall länger Licht. Ich habe ja doch einen Strand. Geil. Was ist hier hinten los? Ich höre euch. Next Meme is born, glaube ich. Was ist hier hinten los? Ich höre euch. Next Meme is born, Junge. Das ist alles unter Wasser normalerweise. Das ist schon krass eigentlich, ja. Puh. Jetzt sehe ich mal das ganze Ding hier. Also die Seite fühle ich hier irgendwie mehr. Danke. Aber ich wäre so gern an irgendwelchen schönen Kokosnusspalmen gewesen. Das hätte ich mir irgendwie gewünscht. Ich gehe da oben mal kurz rein. Das sieht nach einer Lichtung aus. Krass, also Fritz bewegt sich am weitesten weg auf jeden Fall. Deswegen habe ich mich gerade so erschrocken. Wenn man das sauber kriegt, wäre es ein heftiger Auffangbehälter für Regen. Safe. Hier ist eine Kokosnuss. Ist
das hier, eine Ingwerknolle oder was? Schaut mal, hier ist Beton. Krass, ich wollte gerade auch sagen, hier ist ein Stück Betonweg. Das ist bebaut hier. Knossi, ich finde gleich einfach so eine Hütte, wo so ein Typ drin chillt und auf ihn wartet. Eine Quest für ihn hat. Das könnte noch von damals sein, als die militärisch genutzt worden ist. Safe. Da haben wir in der, jetzt kommt gleich eine Info wahrscheinlich noch, ich warte die kurz ab. Da. Auf der Insel wurden in den 1940er Jahren Chemiewaffentests durchgeführt. Das Militär hat dafür vereinzelt Zufahrtswege durch den Dschungel angelegt. Alle Kandidaten wurden im Vorfeld über die möglichen Gefahr von Blindgängern informiert. Wir haben uns dazu auch in der Behind-the-Scenes-Reihe eine Folge angesehen. Das müsste die Folge 2 gewesen sein von dem Making-of, was Dave macht. Ist auch in meiner Seven Wars Wild Playlist drin. Dort haben wir erfahren, dass eben Chemiebomben hier getestet wurden. Auf dieser Insel, wo okay, sie sind. Okay. Sehr interessant gewesen, die Story dahinter. Hier ist richtig Beton. Das ist eine richtige Freifläche. Boah, hier ein Haufen Fässer. Alles mit durchgerosteten Fässern. Das ist doch safe noch aus dieser Chemiewaffenzeit. Ja, 100%. Boah, krass. Hier Beton, Metallrohr. Dass man das so sieht alles jetzt. Das sind noch alles irgendwelche illegalen Müllgiftfässer hier. Ja. Scheiße. Einfach deutsches Tschernobyl. Der Akku war gerade alle. Wir waren ja jetzt in der letzten Aufnahme an diesem Weg dort dran. Ich bin nämlich weiter gefolgt. Das heben wir uns mal für die nächsten Tage auf. Aber ich bin dort drüben auf der anderen Seite noch ein bisschen weitergegangen, habe ein bisschen was erkundet, habe da eine Entdeckung gemacht. Ich weiß nicht, was das ist, aber das zeige ich euch die Tage nochmal. Ich glaube, das hängt auch mit diesen Fässern zusammen. Fritz macht so spannend. Der ist so ein Marketing-Fuchs. So ein Fuchs. So ein Fuchs. Keine Ahnung, was das genau ist. Und tatsächlich habe ich das noch gefunden und geil mitgenommen. Ein Netz, ein Fischernetz, schätze ich mal, aber aus so richtigem dicken Sieht stabil Stoff aus. Ne? Also jetzt nicht aus so Angelsehne, sondern richtig nice. Ist auch noch stabil, kann man nicht zerreißen. Geil. Wieder ein bisschen gelootet. So, ich habe immer noch kein Nachtlager. Naja. Wir haben extreme Ebbe, ihr seht's, aber ich habe sowohl dort drüben gesehen, da war auch kein guter Lagerplatz, als auch hier. Das ist bei Flut komplett mit Wasser voll. Seht ihr das? Bis komplett hier ran. Ja. Das heißt, ich habe hier an der Seite einen Streifen von vielleicht einem Meter, wo ich langlaufen könnte. Ich kann hier nirgendwo mein Lager aufbauen. Auch hier nicht. Der Müll würde ja sonst nicht da liegen. Hier kommt komplett das Wasser rein. Das heißt, dieses komplette Gebiet, auf dem ich mich hauptsächlich bewegt habe, die ganzen letzten Stunden, ist weg. An den Felsen dran, mit diesem ganzen Stein, strandartig, ist nicht lagertauglich, weil ich hier absaufe. Also muss ich doch wieder rein in den Dschungel. Krass, Fritz hat sich nur bewegt, der ist auch nur hin und her energietechnisch, ne? Klar, der ist es mehr gewohnt als ein Knossi oder so, aber der ist nur hin und her gegangen den ganzen Tag. Keine großartigen, nur riesigen hin und her gegangen. Und trotzdem öle ich wie Sau. Ich weiß, ich hab's schon dreimal jetzt gesagt. Ich habe gerade die letzten Minuten das Netz entwirrt. Das sind viele kleine Fetzen, die man vielleicht für einen Reusenbau, Kescher oder sowas verwenden kann hier. Aber mein Plan tatsächlich war es, sich eine Hängematte damit zu bauen. Und zwar mit diesem grünen, mit dieser grünen Schnur, die ist sehr, sehr belastbar. Und mit dem Netz. Und ich habe es mir ein bisschen besser vorgestellt. Es ist wirklich sehr, sehr löchrig. Mhm. Aber der Bereich, finde ich, sieht geil ganz gut aus. Wenn ich das mal schicke, die Löcher drauf vielleicht dann ein bisschen zumache mit diesen Fetzen, dann könnte ich doch ein recht großes Netz haben, woraus ich mir eine Hängematte bauen kann. Und das Geile wäre, wenn ich mir daraus eine Hängematte baue, dann kann ich die irgendwo im Lager aufbauen. Aber wenn ich merke, ey, ist vielleicht scheiße, einfach abbauen und Abfahrt wieder. Ich will woanders hin, dann baue ich die ab. Ist halt sehr mobil, super mobil, ja, okay. Hängematte ist deshalb auf jeden Fall auch smart, stimmt. Das ist tatsächlich der Plan, da bin ich ein bisschen mobiler mit meiner Lagerstätte. Die erste Nacht wird auf jeden Fall sehr, sehr improvisiert. Boah, man sieht echt, wie dunkel es im Dschungel ist. Ne? Es ist Dach super dunkel hier. Schlafplattform und so weiter. Habe ich generell Bock, aber nicht krass gleich am ersten Kommt Tag. Kommt echt wenig Licht rein. Langsam Ressourcen checken und so weiter. Deswegen ist der Plan halt hier so eine improvisierte Hängematte. Okay. Ich weiß nicht so recht. Schwierig. Ich glaube, die liegt so auf dem Boden, oder?
Na ja, gut, chillig, ne? Ich lieg auf dem Boden. Scheiße. Was ist mit der Musik? Was ist mit der Musik? Ich höre die Musik doch schon. Was passiert? Was ist mit der Musik? Was passiert gleich? Was hören wir? Freunde, warum ist die Musik so? Ihr hört es doch auch. Aber ich habe hier diverse verstellbare Knoten gebastelt. Oh nein, irgendwas passiert. Okay. Okay. Das wird nichts mit der Hängematte. Netz ist kaputt. Jetzt habe ich ein dickes Problem. Jetzt hat Fritz keinen Shelter, ne? Scheiße. Keine Hängematte. Andere Option. Ich habe gerade mit Sammeln, Auseinanderknüpfen, Knoten und so weiter für dieses Netz gefühlte 2 Stunden investiert. Oh shit, okay, das ist schon hab 4. Hab da richtig dran gerobt, da ist nichts zerrissen. Und jetzt einmal raufgelegt, kaputt. Aber jetzt war es doch nicht stark genug. Das ist hart. 2 Stunden wasted quasi. Jetzt wird's dunkel. Das ist auch mentally dumm. Also mentally kacke, so wisst ihr. Variante 1. Netzhängematte. Sah so nice aus. Hier schön mit verstellbarem Knoten, mit einem Stock drin, stufenlos verstellbar und so weiter. Aber das war wohl nichts. Kacke, Mann. Jetzt hat Fritz keinen Shelter, stand jetzt. Auch hier, guck dir das an. Oh, schön, wie aus dem Bilderbuch. Boah, er hat's richtig schön gemacht, actually. Aber wenn das Netz nicht hält, dann bringt mir das auch alles nichts. Ey, am Ende müssen wir bei Sabrina noch vorbeikommen eigentlich, weil sie hat versucht Feuer zu machen und da ist ein Cut gewesen. Ich sag Endszene Sabrina, sie macht Feuer an. Merkt euch. Ich habe keine Zeit mehr, jetzt hier noch großen Shelter zu bauen. Das ist echt Abfuck jetzt. 2 Stunden wasted. Uns ist halt so ein Rückschlag für einen. Dann baue ich mir doch lieber ein kleines Trabberbett unten irgendwie direkt an den Felsen. Machen die meisten. Und lass mich von der Flut überraschen. Ja. Ja, gefühlt moin. Schon. Also halt außer Flut, ne, aber. Oh. Wir kommen nicht zu Sabrina am Ende. Okay, Shelter-Situation der Teilnehmer. Coole Grafik am Ende. Coole Grafik. Oh, das ist super coole Grafik. Jungs, ich liebe euch dafür, dass ihr die 2. Staffel so geil gemacht habt. Okay. Status Fritz 0 von 0. Sabrina 30%, kein Dach, harte Liegefläche. Sascha 30%, kein Dach, harte Liegefläche. Knossi 50%, kein Dach, aber Hängematte. Joris 50%, kein Dach, Netz, Liegefläche. Und dann haben wir hier natürlich Otto. Status 80%, Dach und harte Liegefläche. Nova 90%. Biwaksack, harte Liegefläche. Strong. Geil. Okay. Ey, was eine fucking geile Folge schon wieder. Holy shit. Ich dachte echt, wir sehen noch Sabrina, wie sie das Feuer anbekommt. Aber scheinbar nicht. Jungs, ich bin so im Hype. Es freut mich, Jungs und Mädels natürlich, dass ihr am Start seid. Es macht so Bock, das mit euch zusammen zu gucken. Ich lese alle eure Kommentare, wie wir uns austauschen, wie wir Theorien austauschen. Ich gucke auch jede mögliche Reaction von jedem YouTuber. Ich bin drin, deswegen schaut euch gerne meine Reaction auch zu der Doku-Serie an von Dave. Ja, diese Behind-the-Scenes-Serie ist in meiner Seven Worlds Wild Playlist chronologisch alles richtig drin. Da bekommt man so viele Hintergrundinfos und das macht einfach Bock. Ich bin so gehypt, Mann. Es war eine geile, geile Folge. Wir haben die Shelter-Situation bei jedem gesehen. Wir haben ein Hai gesehen. Wir haben gesehen, wie Knossi raucht. Wir haben gesehen, die Verletzung von Knossi nochmal. Es war all in all einfach eine geile Folge, fand ich. Und alle sind super, super sympathisch. Meine Geheimfavoriten sind, also wenn man jetzt natürlich Fritz und Otto rausnimmt, meine Geheimfavoriten, Nova und Joris, die beiden, da setze ich viel drauf. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag, ja. Bleibt alle bitte so fresh und gut aussehend. Knallt die Kommentare voll mit Hype, Bock und Angriff. Und wir sehen uns. Danke, dass ihr alle am Start seid. Es macht ultra Bock, mit euch zusammen zu gucken. Und ja, ciao, ciao.